herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm Acker Hans-Peter. Händler. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag, Hose. So. Ich kalt gerade noch fertig, dann komme ich zu dir hoch, gell? Ja. Weil du bist am Ernten einer Mission. Weizen, das ist gell? Richtig. Ist richtig. Haben wir einen Ladewagen? Ist falsch. Ja, gell, habe ich mir auch gedacht. Das ist aber schlecht. Nö. Kriegen wir für 1400 einen Ladewagen? Warte. Vielleicht, wenn wir Glück haben, vielleicht eins mit, aber sonst. Glaube ich nicht mal. Nee, 2300 mindestens. Okay, aber den kleinen. Von dem kleinen Strautmann. Nein, im Notfall verkaufe ich noch das Schweinefutter, was wir noch Aufhalte haben. Ja gut, das bringt jetzt auch nicht viel. Das sind 2K mal 5 sind 10.000 bei mir. Dafür könnten wir uns schon fast den großen Sheetmaker leisten. Oh, es kam Geld rein. Obst. Jetzt könnten wir jetzt den kleinen Strautmann hüten. Ja, willst du damit abfahren? Nee. Ja, siehst du, ich auch nicht. Nee, ich hol gleich, ich verkaufe das Schweinefutter gleich noch. Mach das. Dann kriegt man ein bisschen mehr Geld. Und vergesst natürlich nicht, um 16 Uhr, jetzt muss ich es richtig, morgen. Um 16 Uhr, ja morgen, um 16 Uhr, warte, Refarming meets Reality, nee, wie war das? Real Farming, LS19 meets Reality. Ach, Refarming, FS19 meets Reality. Wenn dann schon mal, muss man es richtig englisch halten. Warum ist denn ein Gewicht schon wieder unten? Was soll denn das? Ich senke immer vielleicht das Gewicht ab. Vielleicht weil du V drückst? Ja, vielleicht weil ich zu fette Finger habe. Das will ich jetzt nicht so abstreiten. Nee, habe ich nicht. Oh. Alter, danke Internet, danke. Danke. Kornkreis, danke. So, warte, was wollte ich machen? Keine Ahnung. Wir hatten doch mal zwei Anhänger, gell? Ja. Ah, hier ist der Akroliner, dann nehme ich den. Kann das sein, dass mein Internet komplett am Arsch ist? Nee, ich höre dich noch. Rausgeflogen bist du aus dem Spiel auch nicht. Nee, ich meine nur, ich kann weiter dreschen, obwohl ich voll bin. Ach ja. Ja gut. Ich komm rüber. Ich kann einfach immer noch weiterfahren. Hä? Wird bei dir. Hä? Ja, aber das hatte ich jetzt auch auf dem Twitch-Abo-Server. Ja, jetzt ist hier das Weizen auf einmal wieder da. Hä? Ja, es ist manchmal buggy. Warum auch immer. Ah, oh, Moment. So. So, dann einmal Schweinefutter hier. Ups, das ist Hakuna Matata. Hallo? Ja. Hakuna Matata. Ist okay. Jetzt from the Lion King. Ach so. Ist aber doof, wenn ich jetzt so einen krassen Ladewagen miete und es dann doch nicht funktioniert, gell? Ja. Sei doof. Was nehme ich dann, den Bergmann-Ladewagen? Klar. Standard. Oder den Fendt. Aber wir haben gar nicht genug Geld dafür. Oder fährst du jetzt? Ich fahr gerade Schweinefutter weg. Ach.
Oder macht der, Fendt Sinn? Nee. Sieht aber schön aus. Ach ja, es kostet halt 6000 für die Miete. Und der Bergmann? Moment, 4000. Der Bergmann kann 32, der Fendt 42. Ja, 10.000 mehr für 2.000. Also wir müssen uns eigentlich mal aufschreiben, was wir noch alles kaufen müssen. Ich hoffe mal, dass der Preis beim Raiffeisen immer noch beste ist. Ja. Es waren nur 4,5 pro 1000 Liter, aber trotzdem. Verkauf, verkauf, ich will Geld sehen. Wow. I would like to see Geld. Can I see Geld, please? Oh, das Geld. Okay. Bist du mal Villager? Na, was machen wir? Keine Ahnung. 8000 Liter mehr. Ja, was bringt uns die Milch, wenn wir... Die Milch? Ja, was bringt uns das denn jetzt? Du könntest denn nur so weit die Gülle vom Stall in die Güllegrube bringen. Nee, das hat noch Zeit. Ich habe jetzt gerade mal den Bergmann gemietet. Krasser Typ. Jetzt gucken wir mal, ob das was bringt, ob wir das Stroh wegkriegen. Das wäre natürlich geil, weil dann können wir damit Geld verdienen. Ohne dass wir eigentlich irgendeinen Aufwand damit haben, außer dass wir abernten. Mieten. Und den müsste ich sogar hinten an den Akkuliner rankriegen, vielleicht. Eigentlich ja nicht, weil das ist ein Kugelkopf und das ist eine Deichsel. Aber es geht natürlich nicht. Aber es geht natürlich nicht. Oh, jetzt haben wir neue Aufträge bekommen. Und dann, ja, Feld 12 haben wir. 32.000 dafür. Das ist geil. Dann direkt mal. Ach so, ne, geht ja nicht. Aber würde ich direkt danach machen, dann würde ich die Gerätschaften mieten, dann können wir jetzt zu zweit rechnen. Ja, das können wir dann machen. Na gut. Ich habe das nämlich woanders auf einem anderen Server gemacht mit einem. Ja, zumindest auf dem Drescher kommt, ist es gut, dass du dann einen zweiten Drescher hast. Mhm. So, ich hoffe jetzt bloß, dass ich mit dem Ladewagen das Stroh einsammeln kann. Das hoffe ich auch gerade. Aber haben wir eigentlich Stroh? Ne, steht nichts drin. Ist mir nicht bewusst, dass wir Stroh hätten. Ich dachte, ich hätte da welches eingelagert. Ah, vielleicht war das der alte Spielstand. Kann sein. Nee, ich bin mir eigentlich sicher, dass es der hier war. Ich geh mal kurz Luki Luki machen. Ja. Wenn ich die Mauer nicht verfehle. Na gut. Ich bin mir ziemlich sicher. Auch Heu haben wir auf jeden Fall eingelagert. Gras. Ja, das ist auf jeden Fall klar. Nee, ist nichts drin. Glaube ich. Doch, 125.000 Stroh. Okay. Ciao. Aber da können wir auch gucken, ob wir das vielleicht ins Silo oben reinkriegen oder wie auch immer. Mhm. Wobei ich das halt nicht glaube. Was? Ich glaube, das hatte für Silo oben dann gesperrtes Stroh. Das normale Silo meinst du? Jo.
Ja, hat er gesperrt. Er geht nicht. So, einmal Däumchen drücken. Ich drück zwei Daumen. Zwei Dummen. Zwei Daumen. Kein Zugang zu dem Land. So ein Fisch. Das heißt, es geht nicht. Ja. Schade. Einfach nur zur Schönheit lasse ich das Stroh da. Okay. Kannst mich mal, der mal mit dem Anhänger kommen. On the way. On the road again. Wo muss denn das Zeug hier hin? Das muss zu, warte. Pferdehof. Na, das ist halt nicht so weit. Doch ein Stückchen. Ja, beim Händler fast. Das ist okay. Weißt du eigentlich, was die Abdeckerei macht? Tiere schlachten, wenn sie nicht versorgt werden. So habe ich es verstanden. Ah, okay. Also wenn deine Tiere nicht versorgt sind, kriegst du einen Minusbonus. Deshalb steht da auch immer Minus. So, ich glaube, das ist aber für die Schweine, oder? Ich weiß nicht, ob das... Ich weiß nicht, ob das nicht bei allen Tieren so ist. Bist leer? Ja. Den komischen Traktor hier wegstellen, der keine Leistung hat. Stimmt, könnte sein, dass ich die Allrad ausgeschaltet habe. Ja. Könnte sein. War auch aus. Also das ist ja ein. Ja, aber der hat generell, das ist ja unser schwächster Traktor, glaube ich. Mann, ich kontrolliere. Der Johnny hat 300, ich hab 280, zum 245. Schwächster. Erzähl Schwächster. Ja, schwächster Traktor. 245, doch so viel. Ja. Warum ist eigentlich der Schweinestall schon wieder offen? Schweinestall? Ja, das Gehege war offen. Du meinst deinen Hosenstall? Schweinestall. Ach. Hören Sie mir zu. Verstehen Sie mich korrekt? Ja. Reden Sie keinen Stuss. Ich rede keinen Stuss. Ach man, schade, dass das RP-Soundboard nicht auf Discord funktioniert. Sonst hätte ich jetzt eine Bandansage gemacht. Was haben wir davon? Hören. Oh, okay. Nein. Stopp. Was, stopp? Ja, ja. Da ist der Anhänger. Ja, den wollte ich eigentlich wieder mitnehmen. Warte, ich fahre die Bahn zu Ende, dann kannst du nochmal abtanken. Ja, alles gut. Jetzt kannst du mal nicht zu, ne? Jetzt arbeitest du mal nicht. Ich stell den einfach hier hin, dann fährst du nachher dran vorbei und kannst abtanken. Auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg passt's ja. Das ist richtig. Guck mal, wie schön das auch auf der Karte aussieht. Was genau? Ja, wenn man auf dem Wachstumsstatus kommt. Wie du die Bahnen fährst, oder was meinst du? Wenn du auf Wachstum siehst, dann siehst du ja, das Lilan ist abgeerntet, das Orange ist erntereif. Hab ich ja nicht gesagt, ne? Ja, genau das habe ich ja doch gesagt. ja. Gut, oh ne, wir haben Unkraut schon wieder auf dem Feld. Auf den Feldern. Auf den Feld. Aber auf das lassen wir mal noch. Jetzt reit. Jetzt reit, because here right now. Das lassen wir noch, weil dann haben wir. Wir müssen sowieso nachher nochmal mit dem Unkraut drüber. Und dann können wir das fertig machen.
Du hattest die Käse alle eingeräumt? Gut. So viel habe ich jetzt auch schon mal verstanden. Ja. Wie komme ich denn jetzt aus dem hier. Nein. Ja, klar. Alter, ich krieg jetzt... Jetzt krieg ich das Eierpaket hier nicht mehr weg. Das Eierpaket steht jetzt direkt im Trigger vom... vom Tor. Lol. Was ist denn? Das Eierpaket steht im Trigger vom Tor. Ich kann das Eierpaket nicht mehr anheben. Lol. Lol. Hoffentlich habe ich die jetzt beide weit genug weg. Eins. Zwei. Okay. Dup, 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 dup. Dann tauche ich die mal rüber. Super. Schon 33% Fortschritt. Okay, Käse ist keiner mehr da, von dem her muss das funktioniert haben. Die Eier lasse ich auch mal hier draußen noch stehen. That's right. Und das mal auf einen guten Preis einfach warten. Ich hoffe nur, dass der Karton nicht aufweicht, wenn es mal regnet. Gut, gut, gut. So, wenn du nochmal abgetankt hast, dann können wir... 9000 gibt es für den Auftrag. Ich war schon mal mein langes Rohr raus. Aus. Ah, passt sogar der Abstand. Einmal Pause. Bitte nach unten zurück. Raus. Oh. Gut. So, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein bei der Hofbergmann um 19 Uhr und beim RP Real Farming LS 19 Meets Reality um 16 Uhr. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.